Syntastischen Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute, ja, kriegt der Scampi mal einen Insektenstich, Freunde. Und wir gucken mal bei ihm nach, was alles, ja, so passiert ist. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da und ein fantastisches Abo, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Und jetzt viel Spaß beim Video anschauen. Hey, da bist du ja wieder. Freut mich, dass du eingeschaltet hast bei mir, dem Sünde in der Minecraft-Start. Und, Freund, ihr habt direkt gerade schon gehört. Und ja, vielleicht hört sie auch einmal der Stimme. Ich bin ziemlich krank geworden. Ich war übers Wochenende in London, England. Also die letzten Tage. Und darüber bin ich einfach krank geworden, Freund. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Deswegen kam jetzt auch die letzten zwei Tage kein Video. Weil ich mir einfach den ganzen Tag gepennt. Ich habe locker, Freunde. Ich lüge euch nicht an. 13, 14 Stunden am Tag geschlafen, locker. Und da lüge ich euch nicht an. Aber jetzt geht es mir schon wieder halbwegs gut. Ich bin eigentlich einigermaßen fit. Meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Aber naja, in der Zeit, wo ich nicht da war, ist einiges passiert, Freunde. Wer es euch gesagt hat, guckt ihr einfach die letzten Videos auf meinem Kanal an. Denn die gute alte, wie nennt sich? Pizzeria, genau, Freunde. Wir haben ja eine Pizzeria aufgemacht in der Minecraft. Die Sünde-Pizzeria wurde zum einen gebaut und mittlerweile ist sie auch eröffnet. Guckt euch dazu einfach die letzten Videos an, die letzten beiden. Da seht ihr zum einen, wie die Pizzeria gebaut wurde und wie die Pizzeria eröffnet wurde. Und wir schauen jetzt nochmal kurz nach, ob denn gerade vielleicht ein paar Gäste da sind. Ob denn alles reibungslos funktioniert, Freunde. Ihr kennt's ja. So, und danach muss ich kurz ins Krankenhaus. Ich brauche ein bisschen Medizin, so ein paar Äpfelchen reichen fürs Erste. Sündes Pizzeria offen und... Ja, gut, bislang ist noch kein Gast da, aber das wird bestimmt noch kommen. Ja, das ist ein bisschen unbequem. Ich mache den Stuhl hier mal wieder weg. Naja, Freunde, das kommt bestimmt noch was. Küche ist auch nichts mehr da. Essen, okay. Naja, ich leg mal die restlichen Sachen einfach hier rein. Sowas wie Holz und sowas, was ich jetzt gerade nicht benötige. Das restliche Essen kommt hier in den Kühlschrank. Das hier rein. So, ja. Also wie gesagt, es wird vielleicht noch ein bisschen voller in den nächsten Tagen. Wir lassen die Tür jetzt auch mal offen, dass die Leute wirklich sehen, dass sie auch offen ist. Dass sie sich jetzt nicht irgendwie hier schämen müssen, hier reinzugehen, sondern sie einfach reinlaufen können. Ja, deswegen mal gucken, es wird schon alles schief gehen, sage ich mal. Ihr kennt's ja und... Ja, wir gehen kurz ins Krankenhaus, holen mir noch ein bisschen Medizin, denn ihr hört es ja, wie gesagt, es dauert noch ein bisschen, bis es komplett weg ist, aber ich fühle mich schon wieder fit eigentlich. Sandra, sind denn oben noch Äpfel oder ähnliches? Weil ich bin ein wenig krank, wie du siehst. Ich habe ganz komisch... Okay, ich gehe einfach mal hoch, Sandra. Ich gehe einfach mal hoch. Was das jetzt damit zu tun hat, weiß ich auch nicht. Gehen wir mal hier rein. Ja, hier ist schon mal kein Äpfelchen, aber ihr wisst ja, Freunde, Äpfel sind das Gesundeste, was ich immer esse, wenn ich krank bin. Dann habe ich ganz viele Vitamine und die bringen mich dann wieder schnell zur Besserung, sage ich jetzt einfach mal. Mal gucken hier. Ja, nee, hier ist auch nichts. Sind hier noch Äpfel? Nein, Freunde, jetzt muss ich ernsthaft an den Baum gehen und irgendwie Äpfel pflücken. Naja, was macht man nicht alles für die Gesundheit, Freunde? Das ist das Wichtigste im Leben. Das kann man sich auch nicht kaufen. Das ist immer in eurem Kopf hoffentlich. So, so ein Apfel. Das wäre schon mal richtig gut, Freunde. Das wäre schon mal richtig gut. So, hier abbauen. Ja. Gott, was ist denn jetzt los? Okay, ich dachte gerade schon. Nee, hier ist alles gut. Vielleicht hier links müssten noch Bäumchen sein. Hier, genau. Und hier liegt... Scampi? Scampi, was ist denn los? Du hast einen grünen Mund, du hast gebrochen und du hast hier einen Stich. Oh mein Gott, Freunde, Scampi hat hier irgendeinen Stich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scampi, ich gehe kurz ins Krankenhaus, ich hol was. Oh mein Gott, Freunde, wir müssen uns beeilen. Scampi hat es einfach erwischt. Er wird von irgendwas gestochen. Sandra, Sandra, bitte ganz schnell den Krankenwagen Richtung... Norden, ganz, ganz wichtig. Da liegt Scampi, der wurde gestochen, hat sich übergeben ist und alles. Okay, Freunde, ich gehe jetzt schnell hoch, hol mir eine Spritze. So, wo sind denn die Spritzen? Nochmal hier und gebe ihm irgendeine Spritze, dass es ganz gut wird. So eine Antigiftspritze, sehr schön. Die hauen wir ihm rein und dann gucken wir, Freunde, was passiert. Ich hoffe, er wird es schaffen. Oh mein Gott, Scampi, Scampi. Hier, Spritze verlegen. Okay, zack, zack. Scampi.
Ich hoffe, du überlebst es. Mist, falsche Seite. So, jetzt. Scampi, ich hoffe, so, du überlebst es. Oh Gott. Freunde, ich würde sagen, ich beende mal das Video. Ich warte, bis der Krankenwagen kommt. Wir sehen uns morgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein fantastisches Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt, ja, betet für Scampi.